Endlich ist es soweit, liebe Freunde. Das Spiel, auf was wir alle gewartet haben, ist nun endlich da. Cyberpunk 2077 ist released worden. Und wir beginnen heute mit dem Let's Play dazu, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Folgen haben wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Let's Play und mit der heutigen ersten Folge. Die meisten haben schon Stunden gespielt, mindestens angefangen. Bei mir geht es heute los. Ich wollte da nicht gestern schon anfangen, hatte dann aber keine Zeit mehr, weil die Installation irgendwie zu lange gedauert hat und dann musste ich arbeiten auch und hatte dann keine Zeit mehr, um aufzunehmen. Und ja, deswegen bei mir heute ein bisschen später oder einen Tag später nach Release, wobei zwei Tage später nach Release. Aber gut, ich freue mich sehr auf dieses Spiel und ich glaube, wir werden sehr viel Freude dabei haben. Gefühlt die ganze Gaming-Welt hat auf dieses Spiel gewartet und hat auch schon Let's Plays dazu angefangen oder Streams oder was auch immer. Aber gut, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und wir spielen auf schwer. Und was ist das? Wähle Lebensweg. Einige Handlungen und Dialoge im Spiel werden sich je nach gewähltem Lebensweg unterscheiden. Was haben wir denn hier? Drei verschiedene Sachen. Nomade. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe. Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Oder Konzerner. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige Leben wieder raus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ich tendiere jetzt gerade so zwischen Nomade und Street Kid, aber ich finde Nomade hört sich ja wie am geilsten an. Ich glaube, das gönne ich mir. Körpertyp. Ja, nehme ich mal das hier. Und da beginnt auch schon die Charaktererstellung. Ich würde sagen, ich probiere mal so ein bisschen rum, was mir gefällt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will jetzt nicht so lange damit jetzt im Video verbringen. Deswegen machen wir das mal. Ich bin V. Ja, bis gleich, Leute. Wusch. So, Freunde. Es sind ein paar Minuten vergangen und ich habe mir einen Charakter erstellt. Ich muss sagen, es gibt coole Optionen. Man kann viel einstellen. Oder relativ viel. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem Kollegen hier. Ja. Und jetzt können wir hier noch Attribute anpassen. Wir haben Konstruktion, Intelligenz, Reflexe, technische Fähigkeit und Coolness. Und wir haben noch sieben Punkte, die wir vergeben können. Konstitution. Okay, das ist. Da packe ich auf jeden Fall schon mal zwei drauf. Intelligenz bringt Quick Hacks, okay. Deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als als Netrunner. Reflexe. Okay, technische Fähigkeit. Was nehme ich noch? Ich glaube, technische Fähigkeit brauche ich auch nochmal zwei Punkte drauf. Coolness. Hau ich auch nochmal einen Punkt und vielleicht nochmal zwei Punkte in Intelligenz. Ich glaube, so machen wir weiter. Okay. Hä? Ich hab noch einen übrig? Achso, das war... Hä? Ich hab doch eigentlich den vergeben. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind Nomade. Haben unsere Attribute vergeben und unser Aussehen bestimmt und... Es geht los, Freunde. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Bug, Leute, in OBS. Das sieht nicht richtig aus. Ich muss da, glaube ich, gerade mal was gucken. Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Okay.
Okay, Leute, es gibt irgendwie noch ein paar Probleme. Ich habe jetzt durch den Bug in OBS musste ich die Spielaufnahme zu einer Bildschirmaufnahme umwandeln, sozusagen. Und dadurch ruckelt es extrem. Das ist wirklich sehr blöd gerade. Auf jeden Fall, willkommen in Cyberpunk oder zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Choom. Befolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk zugreifen. Okay. Hab mich wohl geirrt. Kannst jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Seht ihr das, Leute? Das ist doch nicht normal. Was ist jetzt? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So, Freunde, ich habe jetzt noch ein paar Einstellungen getroffen und ich hoffe, es geht jetzt besser. Wir mussten da, glaube ich, leider jetzt ein paar Einbußen in Sachen Grafik vornehmen, aber ich denke, es geht jetzt so auf jeden Fall besser. Das ist auf jeden Fall... Warum sage ich eigentlich auf jeden Fall die ganze Zeit? Sorry. Auf jeden... Jedenfalls ist das Auto hier schon ziemlich nice, was der Kerl hat. So ein Golfverschnitt. Sieht ganz cool aus. Wir gucken uns gerade mal um, bevor wir mit dem sprechen. Sojapaste. Gönne ich mir. Wow, das klingt sehr lecker. Karten. Gönne ich mir auch. Alles looten, Leute. Was können wir hier machen? Dateien, Nachrichten. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Ja, jedenfalls freue ich mich sehr. Wir können endlich das Spiel spielen. Ich glaube, das war so das Spiel, worauf ich mich am meisten gefreut habe, seitdem ich Games zocke. Ich bin wirklich sehr gespannt. Okay, wir reden mal mit dem guten Freund, Mechaniker. Motor begutachten zur Seite, ich repariere es selber. Hey, ich sag dir, was Zeit. Wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leihe ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Nicht wirklich. Ist anscheinend unseres Auto. Kurz schließen und ich umgehe die Kupplung. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Dann läuft der Kompressor immer weiter. Gib einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Wir sollen einsteigen. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Wir starten den Motor. Shit. Meine Fresse. Ja, es geht nicht, es geht nicht. Ich muss hier raus. Oh doch, es geht. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Der Officer, guten Tag. Hey Mike, wusste nicht, dass du Kundschaft hast. Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Hey Junge. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nee. So unwichtig, wie du bist. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was?
Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal, wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Wiederhol das ruhig. Tschüss. Hab nichts gesagt. Okay, Leute. Wir sind ihn endlich los. Was für ein aufgeblasener Vollidiot. Und da sind wir. In unserer hübschen Karre. Wir sollen zum Funkturm jodeln mit der... Oh, der Sound ist schon mal nice. Wow, oh, da kann ich schon hoch. Wir spielen das Ganze übrigens auf dem PC. Und, ja, fällt es auf jeden Fall. Ich spiele erstmal mit Tastatur. Vielleicht wechsle ich dann auch zwischendurch mit Gamepad, aber für Schießereien und so ist Tastatur auf jeden Fall viel geiler. Okay, wie komme ich denn da rein? Ich bin auch so ein bisschen überfordert, muss ich sagen, mit dem Ganzen, aber das werden wir schnell hinkriegen. Eintreten, los, bin da. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache mit den anderen Let's Plays, die aktuell laufen. Ghost of Tsushima und Assassin's Creed. Aber, oh, da komme ich nicht rein. Aber ich probiere halt so gut, wie es geht, aufzunehmen. Alle drei Sachen. Schau ich mal, wie das klappt. Tja, wir wollen mal hier hochklettern oder laufen. Wir müssen den Funkturm benutzen, weil wir ja, wie eben gesehen, unser Funkgerät nicht nutzen können. Wie blöd dieser Sheriff gerade war, alter Schwede. Das ist schon ein bisschen assi. Schaltkasten öffnen, okay. Ja, moin. Mit dem Funkgerät verbinden. Ich hoffe, das klappt. Hallo? Bitte kommen! Hallo? Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch. Die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut. Aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willie. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Okay, cool, Leute. Wir haben also den Kontakt herstellen können. Wer ist Jackie Wells, Leute? Wer ist Jackie Wells? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Ich möchte es aufheben. Ich kann das nicht aufheben. Hallo? Was ist... Hallo, ich will es aufheben.
Ne? Gib her! Warum geht das nicht, Leute? Ich will's doch... Da ist noch eine Leiter. Komme ich da dran? Oh. Irgendwie kann ich das Stück hier nicht aufheben. Warum? Sieht aus wie Kaugummi oder sowas. Kehre zum Wagen zurück. Ja, gut, machen wir das. Einmal die Leiter benutzen. Und dann geht's auch schon runter. Tjo, meine Freunde. Ja. Weiter. Okay. Wir gucken gerade nochmal, ob hier irgendwo noch was zum Looten ist oder so. Oh je. Vielleicht hier? Ist hier irgendwas drauf? Irgendwas Besonderes? Nee. Einfach gar nichts. Okay, okay, schade. Dann zurück zum Wagen. Wie weit müssen wir denn da überhaupt fahren? So, rein da in die Karre. Gefällt mir echt gut. Run. So, wie weit ist es? 850 Meter. Okay, dann legen wir mal los und treten auf die Tube. So, einmal hier um die Kurve. Wo ist denn der Sheriff, der alte Sack? Ich glaube, es ist gerade ganz schön am Ruckeln beim Fahren. Scheiße, Leute. Jetzt geht's wieder. Durch den Ort war es gerade ein bisschen ruckelig. Sieht schon sehr schön aus. Neues Gebiet, Dry Creek. Vorne soll er sein, unsere Kontaktperson. Boah! Okay. Bin über die Kakteen geflattert. So, dann steigen wir mal aus. Okidoki. Triff dich mit Jackie Wells. Dieser alten Bruchbude hier, what the fuck? Hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Du bist Jackie Wells, okay? Ich kenne dich aus den Trailern. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin Vee. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Enzia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. Jo. Okay, Kollege. Hübsche Friese. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja. Warte kurz. Ich plündere nur noch deinen Wohnwagen hier. Okay, das ist also Jackie Wells. Warum konnten wir eben das... Was ist das denn hier? Richtige Luxusdusche. Gut, dann ab in den Kofferraum. Fährst du auch mit, oder? Verdammtes Schwergewicht. Er fährt also mit, ja gut. Dann wollen wir mal. Wohin also, geht's? Wir los? Ja, gerne. Aber wohin fahren wir? Okay, schauen wir mal. Hier rüber. Oh, wow. Das Spiel ist schon sehr schnuckelig. Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch.
Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Hör mal, Chum. Wir sind beide Profis, oder? Ja, sind wir. Die Steuerung ist schon mal sehr cool von den Fahrern. Hast du schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Oh, was für ein krasser Heli, Alter. Was ist denn hier los? Okay. So, da vorne ist die Grenze. Hier sind überall schon Militär. Hey, der Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Das könnte interessant werden. Was ist denn mit dem Auto passiert? Das ist, glaube ich, keine Absicht, oder? Dass die da im Boden stecken? Ist das ein Bug oder ist das Auto Schrott? Naja, wir fahren mal vorne ran. Moin, Kollege. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Nö, sehe ich gar nicht ein, Junge. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Ich auch. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Ha! Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Wow. Also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Na, klasse. Das heißt, wir müssen fliehen? Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credit mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen, hm? Ob das klappt mit Bestechen? Wir probieren es mal. Ich glaube aber nicht. Lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Okay. Ja, ich bin hier der Fahrzeugführer. Was ist denn da für eine... Was hupst du denn, Junge? Voll cool. So, wo muss man hin hier? Hier abgelegt werden. Ach so, okay, warte. Haben wir überhaupt eine? Oh ja, wir haben eine. Cool. Sieht aus wie ein fetter Revolver. Okay. Sehr sympathisch, der junge Herr. Pass mal auf! Ist das hier Zimmer 2? Na gut. Was geht denn hier ab? Papiere! Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Ja, hat er also angenommen. Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Schon ein bisschen zwielichtig hier, also... Da ist auch noch ein... Das ist Zimmer 1 wahrscheinlich, hä? Ja. Ach, was hast du denn da? Hm, lecker. Darf ich was abhaben? Hey, wie läuft's? Ja, gut. Hoffentlich.
Darf ich meine Knarre? Vorsicht mit dem Spielzeug. Ja. Und willkommen in Night City. Danke. Die kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Ach, laber dir ruhig. Anscheinend hat das geklappt mit dem Bestechen. Was ist da drin passiert? Jetzt fährt er. Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Hallo. Okay, wir fahren hier weg. Jetzt fährt aber er, warum auch immer. Ich wäre gerne selber weitergefahren. Naja, dann lassen wir uns kutschieren. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Oh, scheiße. Das klingt nicht gut. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Okay, das Bestechen hat also doch nicht geholfen. Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole. Sofort anhalten! Fake News. Das stimmt gar nicht. Scheiße. Ja, okay, Fahrzeuge kämpfen. Waffe ziehen mit Alt, Waffe wegstecken, widersetzen, Doppel-Alt. Alles klar. Ja, moin. Ah, ihr Schweine. Ja, moin. Denkt mal an eine Verfolgungsjagd, Leute. Ich treffe auf die Entfernung einfach gar nicht. Ah, ah. Gerade ein bisschen schwer zu treffen. Okay, den habe ich gehittet. Ah, ich kann auch auf die Karre schießen, das hilft also auch. Ja, ist okay, Junge. Yes. Ja, moin, tschüss, mach's gut. Ja, okay, das war jetzt weiter. Weg damit, mit der alten Kacke. Wir hängen sie ab! Ja, okay. Ich baller mal ein bisschen auf den Motor, ob das hilft. Ja, ist okay. Ein bisschen fackeln tut das Auto schon, aber ich will nicht exploden. Vielleicht kommen sie von der Seite, oder? Ja, da sind sie wieder. Alter, ist das hier am Wackeln? Okay, das war's. Ich habe nur eine Pistole, Mann. Was soll ich denn machen? Alter, was für eine Verfolgungsjagd. Gegen das Gesetz. Die Vorsicht! Was denn? Knapp. Haben Sie abgehängt? Ich glaube nicht. Nee. Ich hab meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Scheiße. Das lief nicht so gut. Du hast erwischt! Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Wenn du denkst, das war meine Schuld, dann hab wenigstens die Eier und sag's! Weiß nicht. War's deine Schuld? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen. Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Okay, es war vielleicht ein Fehler, ehrlich zu sein. Shit. Gut, Dauert das lange? Ich könnte dich dasselbe fragen. Willst du weiter rumheulen oder wickeln wir das jetzt ab? Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung.
Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Sesam, öffne dich. Was haben wir denn da, Leute? Hm? Einen Moment. Wir öffnen einfach mal, oder? Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. Ja, fette Fische. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Als ob. Ist der Schock gefroren jetzt, oder was? Leguan antippen. Lebst du noch, Kollege? Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar. Sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Hä? Okay. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Ja, moin. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Sie muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Ja, nice, Leute. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Als ob. Wir stecken uns einen Chip in die Birne und dann geht's los. Okay.
Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die sie hier erlangen, werden ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Gut. Ich werde sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Gerne. Denn bei Militech haben wir... nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ja, ich bin doch schon da. Chill mal. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Eine Pistole habe ich schon mal. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Okay. Nice. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum. Geh in Deckung. In Deckung gehe ich mit C. Alles klar. Geh down, Junge. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Reanimator. Ah ja. Den gewonnen's. Und renn damit. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Ich habe gerade noch so einige Fragezeichen im Kopf, aber es wird sich hoffentlich bald legen. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Warte, nein, falscher Knopf. Geh down da oben. So, wir holen uns erstmal den hier. Mal schön in Bewegung bleiben. So. Weg damit. Und der linke hier. Finde ich schon mal schön vom System. Vom Feeling. So. So ein bisschen wie. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Bisschen wie Destiny vom Shooten her. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Ja gut, dann beginnen wir. Wir hacken. Was hacken wir denn? Aktiviere deinen Scanner mit Tab. Und dann... Ah ja. Ist ja voll cool. Wie scanne ich das jetzt? Hallo? Ah, hier. Scanne die beiden goldenen vorgehobenen Objekte. Haben wir gemacht. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay. In den Bildschirm. What the fuck, das ist gerade ein bisschen too heavy. Warte, ich wollte... Stand da. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick Hack Ableckungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick Hacks mit Q und E oder Pfeil hoch und runter. Ah ja, dann mache ich das und dann. Oh Mann. Und dann so? Wie mache ich das denn dann? So also. Okay. Blockiert? Warum blockiert? Konzernrotz. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Das war gerade nicht leise. Leise aus. Und wie? Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Weg damit. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte.
Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Tja, in der Hosentasche. Gegner verstecken. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Das ist eine gute Mechanik, das mag ich immer sehr. Einmal da rein, bitte. Weg mit dem Müll. Und dann nochmal schön, Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Direkt in die Truhe rein. Sehr gut. Geht's hier noch weiter? Ich hab's doch erledigt. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Okay. Machen wir mal. Ah, nice. Quick Hacks, komplexere Szenarien. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Ah ja. Dann gucken wir gerade mal, was haben wir hier irgendwas? Was kann ich da machen? Breach-Protokoll. Du heilige Scheiße, what the fuck? Zum Hochladen des Eisbrecher-Dämons musst du dessen Code-Sequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Wie? Ich kann gerade nichts machen, irgendwie. Achso, ich muss das wegdrücken erstmal, ne? Jetzt kann ich, oder? Ja. 55. 55, BD. Jetzt, zünde die Granate. Okay. Boah, wie geil. Sehr geil. Okay. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Also dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Okay, so ein bisschen wie Watch Dogs, nur irgendwie ein bisschen schwurbliger. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal weiter. Die anderen Module können wir später vielleicht mal machen, junge Dame. Danke fürs Brauchst Zeigen. Eine Einladung? Nee. Training beginnt, Stealth. Ich gehe erstmal wieder raus. Darf ich da durch die Tür gehen einfach? Ja. Machen wir später oder wir kriegen es auch schon so hin. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir ziehen es in der nächsten Folge durch. Gleich. Wir hatten uns in der Zeit, wir sind jetzt 6 Monate in Night City mit unserem Jackie. Wir haben einiges erlebt, wie man vorhin gesehen hat. Wir haben ein neues Auto mittlerweile. Ganz hübsch, würde ich sagen. Aber wir gehen weiter und das machen wir dann in der nächsten Folge. Für heute war es das erstmal. Ich bin jetzt erstmal, ja, ganz gut oder positiv überrascht. Er gefällt mir von den ersten Eindrücken sehr gut. Das Gameplay vom Fahren her ist ziemlich nice. Mit dem Shooter ist ziemlich nice. Das mit dem Hacken ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das werden wir schon uns irgendwie angewöhnen. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.